Und willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Wie immer starten wir starten immer hier im Bunker, auch irgendwie lustig. Und dann, ich glaube, wir suchen uns mal einen neuen Ort zum Starten. Oh, da haben sich doch noch ein paar kleine Ruckler eingeschlichen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt das hier den Stein und so raushole. Aber wir brauchen den, ja. Haben wir jetzt gar keine Kohle mehr? Das ist erst dicke Höhlentour gemacht und dann noch, nö, wir brauchen nicht so viel Kohle. Ja, Hammer. Hammer, geil. Ja, das ist immer gut, wenn man so keine Kohle hat. Dann können wir auf jeden Fall uns noch mal auf den Weg machen, bei Gelegenheit und Kohle organisieren. Bin ich ja jetzt ein bisschen genervt. So, das nehmen wir mal alles hier mit. Axt haben wir. Ich würde sagen, wir sprinten immer los und besorgen uns Kohle und Holz. Hole und Holz, genau. Aber wir hätten mal die Erde mitnehmen können, dann hätten wir das hier. Ach, wir haben die Erde dabei. Oh, das passt, ja. Dann haut's ja hin. Dann können wir das hier nämlich einfach mal zumachen. So. Pflanzen wir die Erde hier ganz easy beasy hin. Und die Steine hier können wir mal weg. Sowieso ziemlich komisch angeordnet. Dann haben wir gleich nochmal ein bisschen mehr Platz. Und der Plan ist ja eigentlich, dass es dann hier doch ein bisschen grüner wird. Und nicht so, wie es jetzt momentan ist. Ja, und das hier, schauen wir auch nochmal. Das sieht ja im Moment noch aus wie gewollt und nicht gekonnt. Die Frage ist natürlich, wo haben wir denn jetzt noch Kohle? Haben wir überhaupt noch irgendwo was? So in der Nähe. Hier schon mal nicht. Aber Fackeln haben wir jetzt auch nicht bei. Gut, also weiß ich schon mal Bescheid. Wenn wir eine Höhle sehen, nicht reingehen. Bringt nämlich nichts, weil wir sehen nichts. Aua. Was war das denn? So 2 Meter gefallen, also zack, direkt Schaden. So. Oh, noch ein Ruckler. So, nebenbei noch heimlich die Welt reparieren. Und ist ja sehr fragwürdig hier. Warum gibt es denn hier keine Kohle? Na gut, aber zumindest haben wir hier Holz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und vielleicht haben wir ja, dann kommen wir noch in den Genuss, etwas Kohle zu finden. Und wenn nicht, dann ist mir das auch Hupe. Dann haben wir halt keine Kohle. Ich meine, es wird sich schon noch was anfinden bei Gelegenheit. Ich hoffe mal, die Musik ist jetzt nicht so laut. Ich habe da irgendwie bei mir das heute mal ein bisschen lauter gemacht, weil ich ja beim letzten Mal von der Musik selbst so gar nichts mitbekommen habe. In der Aufnahme her ist die Lautstärke eigentlich ganz annehmbar, habe ich jetzt so reingehört und mitbekommen. Gucken, ob es heute auch wieder so ist, ansonsten spielen wir da ein bisschen rum am Regler. Das wird schon alles klappen. Bin ja da guter Dinge. Positiv gestimmt und dann wird es schon. Ich habe schon wieder vergessen nachzugucken in diese wunderschöne Liste, die mir geschickt wurde mit Themen, über die ich quatschen kann. Und hier sind noch Setzlinge. Achso, die sind aber schon drinne. Okay. Okay. Ich hasse diese Grafikbugs bei Minecraft. Die da. Was macht die weg? Guck mal, hier haben wir noch Fichtenholz. Das ist gut. Fichtenholz brauchen wir auf jeden Fall. Die Bäume sind auch ganz schön wenig geworden. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so bei den Setzlingen ein bisschen geschlampt habe. Ja, sieht doch wunderschön aus. So. Ich mal ein bisschen Erde dahin packen. Tja, Themen, Vorschläge. Das ist immer schön, wenn man so völlig unvorbereitet und noobig in die Aufnahme geht und dann anfängt einfach drauf loszuquatschen. Aber gut, ich denke mal, ihr könnt es mir verzeihen. Es geht ja hier sowieso mehr ums Bauen und nicht um meine Lebensgeschichte. Wow, da ist Kohle. Kohle nehmen wir mit. Ich hoffe mal, wir haben, ja gut, wir haben noch genug Spitzhacken. Das wäre es jetzt gewesen, wenn es daran hapert, dass wir nicht genügend Spitzhacken dabei haben.
Aber ich denke mal, dass wir ja sogar noch mit der hier abgebaut. 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 So. Ich dachte, die Musik mal doch ein Klecks leiser. So. Viel besser. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht zu laut. Hoffe ich. Das werden wir ja sehen dann. So. Zurück zu dem... Wir gehen einfach mal zu dem Fichtenbaum dahin. Der wird jetzt hoffentlich ein paar Setzlinge fallen gelassen haben. Genau der da. Keine Setzlinge? Doch, einer. Einer. Wow. Bin ja richtig begeistert, wie wir überhäuft werden mit Setzlingen. Na gut. So. Auf jeden Fall brauchen wir jede Menge Holz, ey. Das ist... Ich hasse es. Ich sag's in fast jeder Folge eigentlich. Aber es ist nun mal so. Und ich glaube, dieses Haus wird wirklich... Das werde ich so, wie es ist, das letzte Mal bauen. Ich habe es nun schon mehrmals fertig. Auf dem Server zum Beispiel und auch woanders. Aber halt immer so in kleinerer Form. Und dann habe ich ja auch im Kreativmodus angebaut. Das heißt, so die Ressourcen, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, wie viele Ressourcen wir eigentlich dafür auf den Kopf hauen. Na komm. Dich nehme ich auch noch mit. Zack. Okay. Dann haben wir das. Das noch ein Setzling. Setzling. Geht doch. So, Fichtensetzlinge. Warum schleppen wir eigentlich eine Werkbank mit uns rum? So. Dann hauen wir die hier natürlich wieder alle rein. Und so und so. Und dann hauen wir die hier auch noch rein. Einfach random irgendwo hinsetzen. Nochmal da unten ist nochmal ein Hühlchen. Hier wird es doch hoffentlich Kohle geben. Naja, hier waren wir schon drinnen. Oh. Das Gute ist, dass hier schon überall Fackeln gesetzt wurden. Das heißt, wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Aber ich will doch nur ein bisschen Kohle haben. Keine Kohle. Na toll. Nüscht kriegen wir hier, nüscht. Aber es scheint auch eine etwas größere Höhle zu sein. Habe ich das Gefühl. Ja komm, wir holen wieder ab. Ich habe auch keine Monster jetzt an. Ich mache auch jetzt erstmal keine an, weil lohnt sich ja nicht. Für die 3 Meter hier. Jetzt ist die Frage natürlich, wo es hier rausgeht. Da hinten. Hier so. Ist schön hier. Gefällt mir. So. So. Okay. Also wir haben, was haben wir denn jetzt an Holz? 18 davon, 23 davon. Halt, über einen Stack haben wir davon noch. Wir brauchen mehr Fichtenholz. Das andere Holz könnte vielleicht erstmal reichen. Zumindest um die ganzen Dinger fertig zu dingsen. Na toll. So, zumindest um das obere Stockwerk dann fertig zu kriegen, um da endlich mal klar Schiff zu machen. Aber es dauert alles noch. Das dauert viel zu lange, Mensch. Dass wir an Zeit investieren, nur um Holz zu sammeln und so. Kinder, ich sag nur eins. Timbermod brauchen wir ganz dringend. So. Und für alle, die nicht wissen, was die Timbermod ist. Timbermod ist eine, wie der Name schon sagt, Modifikation für Bäume, die normalerweise muss man ja Block für Block abbauen und die Mod sorgt dafür, dass man halt den untersten Stamm ansägt und dann hast du den ganzen Baum in der Hand. Das spart vor allem Zeit. Es spart einfach Zeit, es geht schneller und das ist einfach nur
besser. So, ich würde sagen, wir machen uns mal wieder auf den Weg nach Hause. Es wird auch schon wieder dunkel. Lup. Na, los. So. Und hepp, und hepp, und hepp, und hepp. So, so, so. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind eigentlich. Das ist ja auch... Ich meine, es ist schön hier, aber wo sind wir? Frack. Ja. Hier waren wir doch, glaube ich, schon mal. Wo waren wir denn? Über die Hühner hier und die Eier und die Hühnereier. Hm. Ist ja alles lustig. Ich will jetzt auch nicht in die Koordinaten gucken. Das war knapp. Aua. Aua, 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 aua. Und Kohle. Sehr schön. Dann nehmen wir die natürlich wenigstens noch mit. Damit sich das Ganze auch lohnt. So. Da ist noch mehr. Zack. Dann haben wir davon auch noch mal ein bisschen was. Und dann schauen wir uns mal weiter um. Oh, oh. Oh, da wollte ich nicht hin. Und wir müssen ja auch bald noch in den Nether, um mal ein paar Glowstones zu farmen. Vielleicht. Also nicht nur vielleicht, wir brauchen auf jeden Fall welche. Ich weiß bloß noch nicht, wann wir das machen und wie wir das machen, weil Nether... ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Und Kühe! Gib mir dein Leder, du Sau. So. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir sind. Los. Ich will dir ans Leder. Und dann haben wir auch noch mal ein bisschen Fleisch. Wobei wir jetzt erstmal keine Nahrungsknappheit mehr haben dürften. Das hat sich ja erledigt. So gesehen. Eine Kuh auf dem Baum, okay. Nehme ich jetzt mal so zur Kenntnis. Ach, so eine Minimap soll ja auch ganz praktisch sein, habe ich gehört. Wenn man eine hat. Aber wie gesagt, ich will Minecraft eigentlich nicht auf eine ältere Version downgraden. Das ist nicht in meinem Sinne. Oh. Überall Kühe hier. So. Ein paar nehmen wir natürlich immer noch mit auf dem Weg. Das ist ja alles kein Thema. Da hinten leuchtet was. Das ist bestimmt Lava. Und wir machen hier eh noch Tarzan. Ja! Ja! Oh. Hat keiner gesehen. So. Ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal in die Richtung. Ich meine, wir können ja ein bisschen die Map mal erkunden. Weil das haben wir auch noch nicht wirklich gemacht. Wir sind zwar immer losgerannt auf der Suche nach irgendwelchen Höhlen. Aber wir haben uns so eigentlich noch nie hier umgeschaut. So. Das ist natürlich immer die Frage, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir versuchen jetzt mal so, also ich behalte es jetzt mal so im Hinterkopf, dass wir jetzt nach Hause wollen. Aber ob wir dorthin finden, das ist ja immer die andere Frage. Tja. Aber ist ja alles halb so wild. Wir können ja hier ein bisschen die Gegend pirschen. Stirb. Danke. Hübsch. Und Kohle. Das war eine Spitzhacke.
Und ich überlege gerade, wir können ja eigentlich auch mal die Monster wieder anknipsen, oder? Solange die, solange es dunkel ist, sollte man das doch noch nutzen. Dann wird das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen spannender. Okay. Ja, komm, machen wir einfach mal. Machen wir Schwierigkeit gerade normal. Dann hat sich das Ding auch erstmal gegessen. Oh, Mega-Ruckler. Hier nehmen wir die Kohle natürlich wieder mit. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, bis hier irgendwelche Viecher wieder spawnen. Aber auch nicht ganz so viel. Also es könnte sein, dass wir hier gleich irgendwas wieder an der Hacken haben. Aber wir sind ja vorbereitet. Wir haben unseren Bogen, wir haben ein paar Pfeile mal auch noch bei. Da. So. Aber spätestens, wenn wir wieder bei unserem Haus sind, mache ich die Monster wieder aus. Wie gesagt, ich habe echt keine Lust, dass die mir da irgendwas in der Luft jagen. Und wenn das Haus fertig ist, dann können wir nochmal drüber reden, dass wir auch permanent die Monster anhaben. Jetzt gucke ich mal hier. Oh, wir sind Z5000. In welche Richtung müssen wir denn überhaupt? War es nicht irgendwas 3000 oder so? Oder 6000? Ma, lass mich hier hoch, danke. Hier sind noch ein paar Schweine. Und wir laufen einfach mal in Richtung... in die Richtung hier. Und dann werden wir ja sehen, wo wir landen. Wahrscheinlich ist unser Zuhause dort hinten irgendwo. Ja. Und da höre ich schon wieder einen Zombie. Na? Na? So. Die Kühe lassen wir hier mal. Die sind bei uns relativ in der Nähe. Die holen wir uns auf jeden Fall später noch, obwohl ich ja schon auf der Wiese welche gesehen hatte. Die sind auf jeden Fall reserviert für schlechte Zeiten. Alter, wie lange die, so eine Nacht hier aber auch dauert, ne? Haben wir noch einen Bogen gekriegt. Sehr schön. Ich glaube, darüber können wir uns dann absolut nicht mehr beschweren. Wir haben ja noch einen kompletten. Oh. Stimmt ja. Wenn wir nicht mehr im... Friedensmodus. Wenn wir nicht mehr auf friedlich spielen, dann bekommen wir auch mal Hunger. Nur so ein bisschen. Ah, Pflasterman. Hansa plast die Sicht. Mal los jetzt. Komm her. Geht doch. So. Dann laufen wir mal hier weiter lang. Und da hinten müsste dann... Oh, da ist richtig viel Kohle. Da hinten müsste ja dann unser Haus irgendwo sein. Oh, hier ist richtig viel Kohle. Wie viel haben wir denn jetzt? Über ein Stack, das reicht aber erstmal. Aber die Stelle können wir uns mal schon mal merken. Na, lass mich hoch hier. So. Hier sind noch Schafe bei Bedarf. Kamikaze. So. Da ist noch mehr Kohle. Die holen es jetzt aber nicht. Scheiß auf Kohle. Sage ich jetzt wieder und danach, ja, wir haben keine Kohle mehr. Mal brennt doch schon wieder vor Leidenschaft. Das bringt sich aber gleich in Sicherheit. Gar nicht mal so dumm. Aber von mir... kannst du nicht entkommen. So. Sagen wir, wir rennen erstmal ganz nach oben. Oder hüpfen, klettern. Oder auch nicht. Mal, jetzt mach jetzt hier. Oh. Aber die Kohle hier können wir noch mitnehmen. Die grinst uns ja schon so frech an. Oh, wir sind schwer Level 35. Ist ja unglaublich. So.
hier schön die Kohle mitnehmen. Und dann haben wir erstmal zumindest wieder ein bisschen was. Vielleicht nicht ganz so viel, wie wir eigentlich bräuchten, aber es ist auf jeden Fall so, dass unsere Kohlebestände nicht so dringend gefüllt werden müssen wie unsere Holzbestände. Und ich denke mal, wenn das Haus dann irgendwann mal fertig sein sollte, beziehungsweise wenn wir es dann irgendwann mal wiedergefunden haben, dann können wir auch mal wieder uns um ein anderes Haus kümmern. So. War unser Haus hier nicht irgendwo? Meine Fresse, ey. Das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht arbeiten. So. Ich schätze mal auf, wir sind jetzt ganz woanders, wo wir, als wir eigentlich sein wollten, sollten, könnten. Ich will doch nur nach Hause wieder. Aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Gegend hier, so schön viele Berge. Da ist noch mehr Kohle. Also die Gegend ist schon ziemlich cool, da kommen mir ganz viele Ideen, was man so bauen kann, und ich hoffe ja immer, dass es irgendwas ist, was es halt noch nicht so oft bei Minecraft gegeben hat, obwohl es, glaube ich, bei Minecraft schon alles gegeben hat. Aber man muss ja auch ein bisschen aus der Masse hervorstechen, wenn man das irgendwo anders schon mal gesehen hat, dann macht das einfach keinen Spaß. Deswegen hoffe ich auch immer, dass die Zuschauer dranbleiben und sich das voll mit reinziehen, was ich hier fabriziere. Und ansonsten bin ich natürlich immer für Tipps offen, was ihr gerne sehen wollt. Ihr müsst es einfach nur sagen. Aha. Da vorne sind auf jeden Fall Fichtenbäume. Das wäre ja zumindest schon mal, das wäre schon mal zumindest ein Anfang. Aber nur einer. Nur ein Anfang. So, wir werden ja sehen, ob wir jemals wieder nach Hause finden oder wo wir jetzt hier landen. Ganz schön viele Fichtenbäume hier. Ansonsten suche ich mir nochmal bei Gelegenheit die optimalen Koordinaten raus von unserem Haus. Und dann möchte ich aber auch einen Applaus. Oh Gott. So. Ich glaube, die Ecke hier kommt mir bekannt vor. Nee. Hier ist den Hüpf. Zum Glück haben wir ja genug zu essen bei, das heißt, wir können. Oh, nein, das war dumm. Das ist so schlimm, wenn man immer in den Kreativmodus gewöhnt ist, dann springt man halt auch mal völlig kamikaze-mäßig irgendwo runter, ohne an die Konsequenzen zu denken. So. Jetzt lass mich hier hoch. Typ, ey. Komm, wir bauen jetzt hier hoch. Normalen Stein haben wir gar nicht bei, oder? Nö. Na gut, dann nehmen wir halt Erde. Okay. Hier ist noch mehr Kohle. Haben wir ja einen richtig guten Raubzug dann gemacht, Mensch, mit Kohle ohne Ende. So. Na los. Hoch mit dir. Man hofft ja immer, dass man einen besseren Überblick hat dann von weiter oben. Guck mal hier, überall Kohle auf dem ganzen Berg verteilt. Die lassen wir jetzt wirklich mal liegen. Jetzt haben wir erstmal genug. Müssten ja, ja fast zwei Stacks sein. Das gefällt mir. Da hinten ist ein Dorf. Wollen wir einfach mal vorbeischauen? Einfach mal Hallo sagen? Ich meine, wir haben ja Zeit, so gesehen. Dann gehen wir einfach mal das Dorf besuchen und vielleicht, ich
weiß gar nicht, vielleicht sind wir da schon mal gewesen, vielleicht aber auch nicht. Im ersten Blick kann ich das auch gar nicht so sagen. So, oh. So. Und so. Dann haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Also, den Berg runterzukommen. Und dann schauen wir uns hier mal um. Gucken, was hier im Dorf so los ist. Moins! Wow, Bücherregale. Mir fällt auch gerade auf, wir haben noch gar keine Emeralds gefunden. Bücherregale. Ha! Die snacken wir uns natürlich alle weg. Das heißt, dass wir hier auf jeden Fall noch nicht waren. Knochen. Brauchen wir nicht. So. Gehen wir hier auf eine schöne Bücherjagdtour. Bücherjagdtour. Muss ich mir jetzt erstmal gerade durch den Kopf gehen lassen. Was? Was will der machen? Bücherjagdtour? Wow. Okay. Ja, interessant. So, Koordinaten. Ich glaube, das waren keine 6000. Wir waren, glaube ich, bei 3000, oder? Oder sind wir einfach nur völlig falsch? Was hier alles liegt. Tote Hühner. Also gebratenes, ach Quatsch, gebratenes rohes Hühnerfleisch. Die ja dann später zu leckeren Chicken Wings verarbeitet werden können. In die Richtung müssen wir. So. Aber ich kann ja an dieser Stelle auch mal kurz die Aufnahme unterbrechen und dann suche ich mir einfach nochmal die Koordinaten raus. Aber erst gehen wir auf diesen Berg hier hoch. Ist doch schlimm, Mann. Ich weiß nicht mehr die Koordinaten von unserem Haus. Ah, oh, wie peinlich. Ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. So. Jetzt sind wir den Berg erst runtergeklettert. Jetzt klettern wir wieder hoch. So. Ich stelle mich mal hier hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut. Bis gleich. Bis gleich.